Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wie ihr wahrscheinlich schon sehen könnt, es handelt sich heute mal wieder um eine Runde aus einem meiner letzten Streams. Und zwar war das Ende Mai. Irgendwann. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Runde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal sehr gern wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ich habe nur einen festen Streamtag in der Woche. Wenn wir da halt so ein langes Storygame anfangen, dann zieht sich das halt, ne? Also. Voll gut. Schlumpfern wir mal los. Kleiner Viktor, du bist wieder da. Außer Drax. Das Problem ist, schaffe ich sie aufzuhängen und gegen den Generator zu treten? Ich glaube nicht. Weil ich habe Pop Goes the Weasel. Doch, ich schaff's. Da. Bei Witcher reichen wahrscheinlich 20 Streams nicht mal. Bei Witcher. Kennen die alle Victor nicht? Also. Die sitzen immer alle so entspannt an ihren Generatoren. Kennen die Twins nicht? Ey! Schade. Achso, das Perk ist noch im Cooldown. Ich habe nämlich Unterdrückung mit. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Generator trete, kriegen 3 zufällige Generatoren einen Mini-Skill-Check. Da kann man immer mal gucken. Ob irgendwo jemand rein scheißt. Der Victor ist so schnell! Bleiben immer einfach sitzen. Da waren wieder 2 am Generator. Ich weiß nicht, ob ich es noch dort hinter schaffe. Ich habe deinen Kopf gesehen. Schade, den Generator konnte ich nicht. Aber es ist an sich auch nicht so schlimm. Die sollen ruhig hier hinten. Die Generatoren anmachen. Wenn die hier hinten alle Generatoren anmachen, haben sie am Ende die ganzen Generatoren auf der anderen Seite noch übrig? Und wir können dann in Ruhe. Ich gehe mal hier rüber, Generatoren verteidigen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ah.
Aua! Nicht treten! Der hängt immer noch, der Arme. Dwighty Boy! Komm jetzt! Was ist denn schon los? Versuchen wir die drei Generatoren hier hinten zu beschützen. Oh. Dann haben wir hier nämlich einen schönen 3-Gen. Wo wir schnell... Boah, hast du gedacht, ich sehe das nie? Dwight ist wieder geheilt. Sind wieder alle geheilt? Schade, jetzt habe ich Pop. Ich jetzt gut einsetzen können, ne? Kommt, ihr Kinder! Kommt, ihr Kinder! Da ist Victor! Wo ist sie? Wo ist sie hingelaufen? Ja, weil sie ist jetzt damit beschäftigt, sich zu heilen. Hier ist immer noch niemand dran gewesen. Hier ist auch ruhig. Ja, dann sind die entweder hinten, also entweder da hinten. Victor, Mensch! Kleiner Knirps. Da sind sie. I see you. Nice 3. Nice U. Nice U, nice U. Gut. Haben wir den. Der hängt jetzt zum zweiten Mal, glaube ich. Er kämpft nicht mal. Victor, was stehst denn so rum? Guck mal, dort hinten arbeitet jemand. Mensch. Victor. Weit bestes Versteck im Fahren, sag ich dir. Wer hat Victor getreten? Es könnte natürlich jetzt problematisch werden, wenn wir die alle hier hinten umklatschen. Mit den Haken, ne? Nicht aufgepasst. Die Klödi hockt da auch hier. Ich habe die gerade wimmern hören.
Okay, nicht so ungeduldig werden. So. Das Spiel ist auf unserer Seite aktuell. Nicht ungeduldig werden. Sie kämpft nicht. Ist sie tot? Mensch, Laura! Das war ja strange. Ist der jetzt im... Nee. Ist nicht im Schrank. Selbst wenn, Ace, Victor hätte dich im Schrank festgehalten, hätte ich dich auch aus dem Schrank ziehen können. Das sah aus, als ob er mit Victor auf dem Kopf in den Schrank gegangen ist. Schon irgendwie komisch. So, alle da hinten. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Und schick gleich Victor los. Ja, jemand... Ich hab dich gehört. Ihr seid beide hier. I see you. Ich weiß nicht, wo Dwight ist. Aber ich glaube, die machen auch keine Generatoren mehr. Das heißt, hätte der Victor eingesperrt. Du kannst halt auch, wenn du siehst als Victor, es geht jemand ins Schrank, kannst du den Schrank anspringen. Und dann für eine gewisse Zeit hält Victor dann den Schrank zu. Das ist ganz witzig. So, wo ist die Luke? Weiß Dwight, wo die Luke ist? Stimmt. Ja, er ist raus. Aber ich muss sagen, die Runde hat Spaß gemacht. Ich habe mit Victor echt viel getroffen. War cool, die Runde. Die hat Spaß gemacht.